Drei Folgen sind noch übrig von Season 2 von The Bad Batch. Wir gehen rein in die Reaction und sind gespannt, wohin es mit der Story geht. Tipping Point. Der Wendepunkt. Das klingt bedeutend. Was für eine Welt. Das sieht sehr imperial aus. Oh, wir sehen wieder Kommandotruppen. Augen nach unten, Häftling. Ist das aus der ersten Staffel oder bin ich doof? Wir müssen im Zeitplan bleiben. Ist das Hauser? Oh, ein Gosanti. Eigentlich auch ein cooles Schiffdesign. Spätestens seit Mando Season 2 wissen wir's. What? Bringen Sie uns hier weg. Sie haben unseren Hyperantrieb ausgeschaltet. Wer könnte... Jetzt haben wir jedenfalls Ihre Aufmerksamkeit. No way. Fireball macht den Egel bereit. Unsere Waffensysteme sind offline. Oh, und es wird geentert sogar. Die DDK-Truppen sind kein Problem, aber die Republic-Kommandos. Hey, wir wurden geentert. Löscht die Datenbanken. Es ist nur ein Kommando da. Befrei Hauser und die anderen. Nemec und ich stürmen die Brücke. Es ist wirklich Hauser. Fireball, Nemec, Hauser, Echo. Vorhin war dieses Schiff unterwegs. Sie wollten ihre Datenbanken löschen. Ich wusste es. Ich wusste, also ich habe mir gedacht, er macht das, aber ich wusste nicht, ob die das in der Bad Batch durchziehen. Ihre Verstärkung ist hier. Ich brauche mehr Zeit. Und raus dann. Uff, aber cooles Schiff. Mount Tantis. Erstmal nette Folge. Crosshair. Mit dir. Ist nicht der einzige. Am Ende des Tages ist er Teil von einem großen Programm und vielleicht nicht mal der erste. Guten Morgen, Crosshair. Sei klug und kooperiere. Du hast dich schnell erholt. Wieso bin ich hier? Weil ich dir einen Neuanfang anbieten will und im Gegenzug dafür mir sagen, wie ich Kloneinheit 99 finden kann. Die Kleine. Gut erkannt. Sie ist ein Klon und somit Eigentum des Imperiums. Irgendetwas Nützliches wirst du sicher mit mir teilen können. Fangt an. Erst die Gedankenschinder in Mando letzte Woche, jetzt das hier mit der Drohne nochmal. Ekelteile. Gebt mir Bescheid, wenn er bereit ist zu reden. Die Verhördroiden sind... Coruscant. Wir sehen viel Coruscant momentan. Ach, das ist quasi deren Zwischenbasis, ne? Solange die Schwestern da weg sind. Ich kam mit 8 meiner Männer da rein. Nur 3 von ihnen überlebten. Wohin wollten sie euch bringen? Kann ich nicht sagen. Wir müssen unbedingt den Zielort des Schiffs herausfinden. Die hatten das Silobin? Jetzt wieder der Hinweis auf Wayland. Die werden das noch rausfinden, die Season, denke ich. Und nächste Woche soll ja wieder eine Doppelfolge kommen. Ich glaube, die wollen das unbedingt vor der Celebration durchhaben. Damit die große Ankündigung machen können. Unsere Befehle lauten, weiterzumachen, bis er redet. Was er nicht tun kann, wenn er tot ist. Oh. Sie ist auf der richtigen Seite. Ich will, dass Sie die Zelle aufmachen. Hat sie das bewusst gemacht? Geben Sie mir. Mach es nicht noch schlimmer, Crosshair. Sie werden wir anscheinend noch wiedersehen. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum der sich eine von den TK-Truppenrüstungen nicht holt. Weil jetzt siehst du, wie fertig er ist, ne? Wenn er daneben schießt. Für TK-Truppler reicht's noch. Eine Botschaft. Plan 88. Ihr müsst untertauchen. Sie wollen. Er wollte nicht fliehen. Er wollte seine Kameraden retten, seine ehemaligen. Das sagt viel über den Zustand von Crosshair aus. Oh, das ist super wichtig. Haben wir Probleme mit dem Toxin?
Toxin. Und gegen die bin ich mittlerweile immun. Zurück auf Pabu. Die bauen da erstmal alles wieder auf, ne? Dieser Freund von euch, der euch hier besucht, auch ein Klon? Er gehört nicht zum Imperium. Wrecker. Ich hab uns Abendessen gefangen. Yep. Kannst du uns kurz helfen? Coole Rüstung. Omega? Tech hat alle Hände voll zu tun. Verstanden, Tech. Oh, das muss Spaß machen. Der Kollisionsalarm ging nicht einmal an. Weil er seit deiner letzten Lektion einen Kurzschluss hat. An, bevor ich mich besinne. Ja, das muss Spaß machen. Wieso Bots, Alter? In Computerspielen, die winken. Havoc 4, hier ist Havoc 5. Kannst du uns hören? Bestätigt, Havoc 5. Und da ist er. Echo am Start. Du hast nicht übertrieben. Alle müssen sie wegrennen. Echo! Tex deckt sich auch so. Warum bin ich Fahrlehrer? Wir haben dich so vermisst. Du hast erwähnt, dass du Hilfe bei einer Datenentschlüsselung brauchst. Es transportierte inhaftierte Klone. Zurück auf Wayland. Wenn die gestohlenen Daten die Geheimhaltung ihres Standorts gefährden. Was ich bedenklich finde. Eine wachsende Zahl fängt an, ihre Befehle in Frage zu stellen. Eine wachsende Zahl. Wenn sie zu mir schicken, kann ich das Problem anders lösen. Dann sind wir sehr gespannt, was er damit meint. Ist übrigens auch seit langer Zeit mal wieder, dass wir Tarkin sehen, ne? Wrecker würde bleiben. Was ist mit dir? Rex und ich haben ein kleines Klonnetzwerk aufgebaut. Du weißt, gegen welche Macht du dich stellst. Ich verstehe ja, warum du das tust, aber wann ist es genug? Hunter, komm so schnell du kannst zum Schiff. Und jetzt wissen sie von Wayland. Crosshair. Der imperiale Transporter, der von Echo geentert wurde, war Teil der Sondereinheit für Forschung. Ein Dr. Royce Hamlock, der als Offizier wegen unautorisierter und unorthodoxer Experimente vom Wissenschaftscode der Republik ausgeschlossen wurde. Royce Hamlock. Merken. Ältere Frachtprotokolle aus der Datenbank des Schiffes führen weitere Klone auf, die als Gefangene der Sondereinheit für Forschung überstellt wurden. Und Crosshair ist einer davon. Verbindung. Und fand einen frischen Notruf, der mit Crosshairs altem Code abgesetzt wurde. Plan 88. Wir sind zum Ziel geworden. Ich glaube, er will uns warnen. Da ist der Royce. Es gibt nur einen Weg für dich, diese Einrichtung zu verlassen. Mein Angebot jetzt vielleicht überdenken. Ich brauche nur den jungen Klon. Hilf mir. Wechselt die Forscherin vielleicht die Seiten? Erhöht die Injektionsdosis. Besser wird nichts mehr, Leute. Holy shit! Zwei Folgen! Das heißt, wir wissen, was nächste Woche abgeht. Starke Folge. Ich bleibe bei meiner ursprünglichen Aussage. Jede Folge mit Crosshair und seiner Charakterentwicklung sind die besten Bad Batch-Folgen, die einfach deutlich interessanter sind. Also, jetzt haben wir endlich die Connection für das ankommende Finale. Die beiden letzten Folgen werden sich hundertprozentig darum drehen, dass man irgendwo den Crosshair versucht herauszuholen. Ob er sich ihnen jetzt anschließt oder dabei stirbt oder vielleicht doch auf die Seite des Imperiums wieder gebrainwashed wird. Keine Ahnung. Ich finde aber, dass es jetzt gut, dass ein paar Sachen verbunden worden sind. Echo, Tech, Hunter, Wrecker und Crosshair, dass sie irgendwo jetzt so einen roten Faden haben und dass wir ein paar andere coole Klonen nochmal kennengelernt haben, alleine durch das Intro. Gefällt mir tatsächlich sehr gut hierbei, wobei dieser große Boom, der war halt jetzt nicht in dieser Folge drin, sondern das ist das, was jetzt kommt in den beiden letzten Folgen nächste Woche. Ich glaube auf jeden Fall so eine Doppelfolge nächste Woche. Bin super gespannt und kann mir eigentlich nur vorstellen, dass auf jeden Fall Wayland an sich nicht irgendwie untergeht, sondern dass es noch eine Story für nächstes Mal ist, aber dass wir auf jeden Fall was nochmal mit Crosshair haben. Und das ist gut. Von mir bekommt die Folge an sich eine 8 von 10 Punkten, vielleicht eine 8,5, war auf jeden Fall sehr, sehr stabil und bietet vor allen Dingen eine sehr, sehr große, gute Steilvorlage für nächste Woche. Eure Meinung gerne dazu, ne, unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy.